Grüß Gott bei der Tag auf Ländle.tv. Die Kinder- und Müttersterblichkeit geht laut WHO und UNICEF weltweit zurück. Dennoch sterben alle 11 Sekunden eine Frau oder ein Neugeborenes. Das liegt oft an der mangelnden Versorgung oder Infrastruktur. Der Beruf der Hebamme bringt somit sehr viel Verantwortung. Hebammen helfen nicht nur bei der Geburt, sondern sind schon während der Schwangerschaft und auch nach der Geburt für die Frauen da. Trotz dieser Relevanz wird der Beruf oft noch schlecht bezahlt. Der Hebammenberuf ist der älteste Frauenberuf der Welt. Früheste Belege sind dafür bereits in den Inschriften der Pyramiden zu finden oder auch in der griechischen Antike. Den Beruf der Hebamme gibt es sicher seit Menschengedenken. Frauen haben immer Unterstützung gebraucht bei der Geburt und sind in der Regel eigentlich bis in die Neuzeit von Frauen dabei unterstützt worden, lediglich von Frauen. Das heißt, der Beruf der Hebamme war immer ein Frauenberuf, ist bis heute eigentlich ein Frauenberuf, aber hat sich gewandelt natürlich in seiner Rolle im gesamten medizinischen und geburtshilflichen System. Vieles von dem jahrtausendelangen angesammelten Wissen ging durch die Hexenverbrennungen und die katholische Kirche verloren. Wir wissen zum Beispiel vom Hexenhammer von 1886, dort steht es ja ganz klar geschrieben, sozusagen, nichts schadet der katholischen Kirche mehr als die Hebammen. Die haben gewusst um Empfängnisverhütung, sie haben gewusst um die abortive Wirkung von Heilpflanzen. Sie haben sich da sehr gut ausgekannt, also sie konnten eigentlich auch Abtreibungen durchführen. Aber der wesentliche Punkt ist, sie haben gewusst, wie eine Geburt funktioniert und haben einfach die Jungfernschaft Marias in Frage stellen können. Das heißt, dieses Zweifeln hat sie sicher in eine prekäre Situation gebracht. Mit der Tendenz, die Geburt unter ärztliche Kontrolle zu bringen, verlagerte sich die Geburt in die sterile Spitalatmosphäre. Dadurch veränderte sich auch die Geburtshaltung. Haben die Frauen früher meist mit Hilfe der Schwerkraft entbunden, zwang man die Frauen etwa ab dem 20. Jahrhundert im Liegen zu gebären. Dass Gebären in der Rückenlage sicher etwas gekommen ist im Zuge der Medikalisierung der Geburt. Wir wissen, dass Frauen eigentlich mit der Schwerkraft besser gebären, dass es besser ist, sich zu bewegen, dass es besser ist, zu knien vielleicht bei der Geburt, zu sitzen, zu stehen, in einer Badewanne zu sein. Da tut sich sehr viel in den letzten Jahren. Nichtsdestotrotz ist es natürlich für die begleitenden Personen wahrscheinlich die einfache Variante, wenn eine Frau dann liegt. Und ich glaube, so hat sich das durchgesetzt. Die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, spricht sich da ganz, ganz klar aus für eine 1-zu-1-Betreuung. Eine Schwangere, eine Person, eine Hebamme, die sie wirklich durch diesen Beginn bis zum Ende einer Geburt begleitet. Weil wir einfach wissen, und da gibt es genug Studien dazu, dass sich die Mortalitätsrate senkt, dass die Stillprobleme weniger sind, dass die Art und Weise, wie eine Frau auch danach mit der Geburt umgeht, einfach besser ist, wenn sie wirklich gut betreut ist, und zwar 1-zu-1 betreut ist von einer Hebamme. Insofern spielt dieser Beruf immer noch eine wahnsinnig wichtige Rolle, weil es diese Begleitung, und es muss eine empathische Begleitung sein, eine auf Augenhöhe, eine, die Bedürfnisse der Frau hört während des Gebärens, und das spielt natürlich eine wahnsinnige Rolle, was eine Hebamme letztlich macht. Realität und Alltag im Kreissaal sind leider eine andere. Eine einzelne Hebamme betreut inzwischen bis zu 5 Gebärende gleichzeitig. Laut dem Hebammengremium Österreich sind dies unzumutbare Bedingungen für die werdenden Mütter sowie für die Hebammen. Seit 1992 ist der 5. Mai der Tag der Hebamme. An diesem Tag soll aufmerksam gemacht werden auf die Arbeit und auf die Verantwortung der GeburtshelferInnen und auf die Relevanz dieses Berufes. Und nicht nur der Tag der Hebamme wird heute begangen, sondern auch der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung. Hier in Lustenau hinter mir entsteht ein beispielhaftes Vorzeigeprojekt Wohnbau für Menschen mit Behinderung. Der 5.5. Europäischer Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.
Ein wichtiger Tag, nicht nur für die Lebenshilfe Vorarlberg. Die Integration von Menschen mit Behinderung in den Alltag ist bei weitem noch nicht so weit fortgeschritten, wie Betroffene es sich wünschen würden. Überhaupt nicht. Weil viele in der Gemeinde oder die Gesellschaft weiß einfach nicht, was das ist. Und es ist einfach noch nicht angekommen. Darum ist das so wichtig. Schade, dass es nur einmal im Jahr ist und darum müssen wir immer ein bisschen aktiv sein. Klaus Brunner hat bei einem Pressegespräch in Lustenau dem Vizebürgermeister symbolisch einen Inklusionsbaum übergeben. Die UN-Konvention hat das unterschrieben, aber da muss noch viel passieren. Bei dem Pressegespräch wurde ein beispielhaftes Wohnprojekt in Lustenau vorgestellt, in dem Menschen mit Behinderung in die Gesellschaft integriert werden. Für die Verantwortlichen der Markgemeinde eine Herzensangelegenheit. Das ist von wesentlicher Bedeutung. Inklusion betrifft ja alle Lebensbereiche. Und die Gleichheit des Menschen, unabhängig ob er besondere Bedürfnisse hat oder nicht, ist ein wesentlicher Grundsatz unserer Gesellschaft. Und hier ist ein kleiner Meilenstein entstanden, der inklusives Wohnen ermöglicht, dass es nichts nützt, zentral zu wohnen, wenn ich dann nicht barrierefrei ins Zentrum gelange. Das geht beim Straßenbau, fängt das an mit den Gehsteigabrundungen bei den Kanten. Das geht weiter bei öffentlichen Bauten, dass hier die auch barrierefrei sind. Man würde meinen, dass das schon so ist. Das kommt, wenn man dann im Detail aber drauf schaut, ist das nicht der Fall. Damit dieses Beispiel Schule macht, muss laut Klaus Brunner aber noch einiges passieren. Ja, es gibt einige Projekte, ja, aber es muss einfach noch solche Projekte umgesetzt werden. Ich finde sogar, wenn man sollte nicht nur so für Menschen mit Behinderungen Wohnungen machen, man sollte einfach allgemein barrierefrei bauen. Das betrifft, das sage ich schon zum tausendsten Mal, auch ältere Personen, Frauen mit Kinderwagen und so weiter. Das tut bei den Leuten nicht an. Aber bei mir tut es an. Mit dem erstmalig erstellten Inklusionsleitfaden für Gemeinden bietet die Lebenshilfe den Kommunen eine Unterstützung zur Umsetzung von Inklusionsprojekten. Auf das Lustenau kein Einzelfall bleibt. Barrierefreiheit heißt noch nicht, dass alles barrierefrei ist. Das war der Tag für heute. Ich bedanke mich, dass Sie dabei waren. Wenn Sie möchten, morgen wieder um 18.50 Uhr der Tag auf Ländlit TV. Jetzt im Anschluss sehen Sie noch das Kachelmann-Wetter. Bis morgen, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund. Der Freitag startet oft mit dicker Bewölkung und örtlich kann es auch noch leicht regnen, meist ist es aber trocken. Vormittags kommt es zu kurzen sonnigen Abschnitten und ab den Mittagsstunden nimmt die Quellbewölkung wieder zu und Schauer und Gewitter bilden sich. Diese sind nachmittags oder abends überall möglich. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad in Au und bis auf 19 Grad in Lochau. Am Samstag gibt es einen Mix aus Sonne und Quellwolken. Besonders im Bergland können sich hier tagsüber einzelne Schauer bilden. Vereinzelt sind diese auch im Rheintal zu erwarten. Bis 20 Grad die Temperaturen. Am Sonntag und am Montag gibt es einige Sonnenstunden und tagsüber bilden sich wieder Quellwolken, die lokale Schauer bringen. Meist bleibt es trocken bei 21 Grad am Sonntag und 22 Grad am Montag.